Ich grüße euch Leute und mit dieser doch schon leicht epischen Musik möchte ich euch zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal begrüßen. Ich habe ja bereits in meiner letzten Grinding-Ausgabe darüber geredet gehabt, dass ich so upload-plantechnisch bei mir arbeitsbedingt ein bisschen was umstellen möchte. Jedoch soll halt jeden Tag ein Gameplay-Video zu einem, ja, Spiel, also quasi ein Let's Play hier erscheinen. Und Call of Duty ist unser neues Projekt, was ich mir für den Freitag ausgesucht habe. Warum möchte ich das spielen? Ich habe von vielen gehört und gelesen, dass die Kampagne in Call of Duty World War II wirklich nach langem mal wieder sehr gut sein soll. Und genau deshalb möchte ich mir das mit euch angucken. Ich habe das Spiel schon längere Zeit bei mir im Regal liegen. Und Leute, ich würde sagen, heute ist der Tag, wo wir die Reihe Call of Duty World War II hier starten werden. Wir bestätigen natürlich alles. Was? Randeinstellung? Alter, wie ist denn hier der Rand eingestellt? Jetzt muss ich natürlich gleichzeitig gucken, hier bei mir beim Fernseher, aber auch bei OBS. Ich mach mal so hier, das sollte vollkommen okay sein. Mittleres Symbol gerade noch und hier, ja, das passt. Tja, Leute. Ich bin gespannt. Kampagne. Das Spiel speichert an bestimmten Punkten automatisch. Okay. Also quasi leicht, normal, schwer, richtig schwer. Ich würde sagen, wir machen normal. Das finde ich immer ganz in Ordnung für so Kampagnenmissionen. Und Leute, es geht schon direkt los. 1. September 39. Hitlers Kriegsmaschinerie hat einen Blitzkrieg gegen Europa entfesselt. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. Schon sehr lange her, dass ich mal wieder so ein, ja, Ego-Shooter wirklich in so einem Weltkriegssetting gespielt habe. Aber manchmal hat man halt immer wieder Bock drauf. Und ich hoffe wirklich, es lohnt sich. Aber ich denke mal, die Meinung vieler kann einfach nicht täuschen. This day we set upon a mighty endeavor. A struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and cruel. Their road will be long, hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Call of Duty World War II. Also Leute, ich habe jetzt irgendwie noch mehr Bock auf das Spiel. Paul, wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Okay. Wir spielen jetzt quasi, denke ich mal, die Mission, die es immer gibt. Ab in die Normandie. Was der mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem gottverdammten Footballteam. Aber ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sassmann in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Styles will ein Fotograf fürs Life Magazine werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael, Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf seit Kasserin. Sassmann, dreimal in 10 Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Auch nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sassmann.
Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Na, das wird doch nix. Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Mhm. Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du gehst mal, verdammt! Aiello hatte Kraft für zwei Männer. Na, sagt man, gibt Juden nicht die Hand. Letzte Nacht klang das aber anders. Und war engstirnig wie Sex. War eh nur ein blödes Schmuckstück. Aber wirklich schick. Ja, ich hol mir einfach ein besseres. Eine echte Trophäe, warte. Na dann viel Glück. Oh! Na los, Besprechung um 1800! Na ich dann? Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sassman. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert, bleibt nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Na, Sigi. Also hoffe ich. Ich weiß ja nicht, was die Story noch so hergibt. Heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert. Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis' Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ist auf jeden Fall geil inszeniert, finde ich. Ist echt gut gemacht. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt oder nie. Hey! Ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil da durch. Es macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit, überall. Okay, ziehen wir in den Krieg! Die Idee. Die Strände wurden doch schon gesichert, wie das oder? Läuft, wissen wir ja. Haben Sie Angst, Private? Nein, Sir. Das sollten Sie. Amerika greift in den Zweiten Weltkrieg ein. Klar doch. Geschichtsträchtiger Moment auf jeden Fall, der hier nachgespielt wird. Oh, 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 oh. Okay, ich kann mich umgucken. Achtung! Kann ich mich mal ducken? Wow. Wir sind abgetrieben! Ich sehe die Landmarken nicht! Wir haben den Lieutenant gehört! Vollgas! Mission! Oh, 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 oh! Festhalten! Gott sei Dank! 200 Meter! 20 Sekunden!
Helfer Plan! Alle zur Mauer! Kopf und Schnee! Die Bengula zum Stacheldraht! Schnell! Bereit machen! Es geht los! Öffnen! Wir haben keine Deckung! Das schweigt den Hilf, verdammt! Öffnen! Oh, ich will's gerade. Eieieiei. Krieg ist so scheiße. Los! Okay. Gott, ich soll laufen. Schon alles rot, ey. Oh Gott. Nehmen Sie eine Bangalore und gehen Sie zur Mauer. Wir müssen einen Weg zu den Bunkern freiräumen. Na dann. Nein, jetzt. Hierfür wurden Sie ausgebildet. Nehmen Sie die Bangalore. Sie schaffen das! Ja, Sir! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Gehen Sie in Deckung? Scheiße! Leute, es geht super los! So, hier ist Deckung. Naja. Hier ist Deckung. Okay. Und weiter, weiter, weiter. Scheiße. Ey, Alter. Ich spiele doch auf normal. Okay, ich muss mich einfach an den Deckungen jetzt hier so ein bisschen orientieren. Ich geh erstmal zu dem Panzer hier. Okay, ich latsch euch mal hinterher. Okay, der läuft hier hoch. Wo soll ich denn eigentlich hin? Nee, oh Gott. Guck mal, die rennen hoch. Oh Gott, ich muss zu dem Auto. Auto! Jetzt bleib doch mal ruhig. Ich krieg hier gerade tierisch auf den Sack. Laufe, Mann! Ey, komm, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also für die erste Folge stelle ich mich gleich mal wieder richtig dumm an. Soll ich zum Auto? Okay. Alter, lasst mich vorbei. Okay, ich bleib mal hier. Schießen die? Jetzt. Wow! Ja, was denkst du, was ich hier vorhab? Okay, jetzt gehen wir mal hier rüber. Warten. Jetzt. Na Leute, der wievielte Versuch? Nutze die Bangalore, ich gebe Deckung! Nach dem Durchbruch zu dem Bunker vorrücken! Jetzt mache! Fast geschafft! Zünden! Sprengung! Oh Gott. Los. Und weiter. Mistkerl. Ich will keinen Waffenwechsel. Das
Was für jeden Private gut ist, ist auch für mich gut. Okay, zum Heilen. Da ist ja einer. Freunde. Wo? War doch einer. Okay, wir müssen mal ganz kurz... Gut, weiter. Was ist denn hier? So, Freunde. Alter. Okay. Okay, ich bin da, ich bin da. Okay. Okay, da oben ist ein MG-Nest. Dankeschön. Okay. Ja. So, nur einer. Der lebt noch. Jawohl. Ist hier Friendly Fire? Ich würde es gar nicht ausprobieren. Wie kann ich denn eigentlich eine Granate werfen? Da ist einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Granate geworfen! Alles klar, haben wir das O geklärt. Erster gesichert! Alle raus! Bunker gesichert! Keine Gefangenen! Kann ich hier noch ein bisschen Spaß haben? Demontieren? Naja, gib mal her. Oh Gott, ich muss mich mal schnell heilen. Okay. Ich komme, Leute! Alles okay? Ab den Verbandkasten! Wir müssen zu den Bunkern! Ja. Der feine Granate! Das waren ja unsere Leute. Wow. Ja. Werfe eine Rauchgranate! Der Schütze ist blind! Das ist hier echt Kamehameha. Lebt noch. So, Freunde. Ups, ich wollte eigentlich Nahkampf machen. Okay. Oh Gott. Wespennest. Habe ich erstmal meinen Ene mitgegeben. Aber hier liegt doch bestimmt irgendein Schissel, oder? Also megamäßig viel Moon habe ich jetzt auch nicht mehr, ne? Hier ist ein Verband. Rüber damit! Ja, gib mir. Bitte sehr! Das finde ich geil. Leute, gemeinsam sind wir stark. Hua! Wir
Noch eine Angriffswelle überleben wir nicht. Gott, scheiße, keine Moon. Ja, Sir. Feind auf dem Plateau. So, jetzt bräuchte ich mal eine Waffe von dir. Gott, jetzt hat er bloß einen Schuss immer. So, ihr Vents. Das ist unser. Deutsche! Ich gehe rein! Werfe Rauchgranate! Scheiße, ich sehe gar nichts hier. Ich kann das auch. Rechte Seite! Schon brachial wieder hier, ne? So, wieder eine richtige Waffe. Ist jetzt schon wieder Angriff. Ach, das sind ja böse! Scheiße, scheiße, scheiße. Was heißt böse? Ich sterb gleich. Brauch mal eine MP oder sowas gleich. Sowas hier. So, weiter geht's, Leute. Hab ich schon wieder den falschen Ene gegeben? Sag mal, was stimmt denn mit mir nicht? Na, gib mir doch mal ihn. Ich kann die Hilfe gebrauchen. So. Nutzen wir mal und Action Jackson. Feinde bei Börse. Kontakt 1 Uhr. Sie nähern sich von Richtung Westen. Halte die Köpfe und. Bam. Er ist tot. Rücke vor. Die Köpfe unten halten. Okay. Daniel, Sie und Sussman sichern den letzten Bunker. Wir sammeln uns oben auf der Klippe. Und versuchen Sie, sich nicht umbringen zu lassen. Jawohl, ja. Okay, Sussman. Noch einer. Wir halten bis zum letzten Mann. Ich dachte, die hat wenigstens getroffen. Oh, oh. Das sieht doch schon wieder scheiße aus. Ich drücke. Scheiße. Alter, ich drücke doch. Ach komm. Ei, scheiße. 12 Uhr. Komm her, Kumpel! Kann nicht laufen! Oh, scheiße! Schaff mich weg von hier! Wir bringen dich hier raus! Na, halt toll! Ihn um. Wir müssen zum Verwundeten-Nest!
Echt jetzt? Linke Seite! Scheiße! Der lebt noch! Wir müssen in Deckung! Oh Gott. Scheiße. Wir sind sicher. Komm schon. Das willst du sicher. Also jetzt eine Hektik. Halte durch. Kopf unten halten! Da kommt noch mehr! Leer geschossen! Vorsicht! Ist getroffen! Weiter! Wir müssen weiter! Ich hab dich! Scheiße! Das kommt schon! Scheiße! Hier kommen wir runter! Du musst durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Wirklich? Klar tun sie das. Kann ich dein Mädchen noch mal sehen? Ist das dein Ernst? Schon gut. Ich sehe eh nichts. Ich leg mich einfach schlafen. Nein, nein, nein. Du musst wach bleiben. Oh Gott. Hey. Daniels! Ich bin hier. Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Gott, die haben alle zu tun, ne? Ey. Ich mach das! Weg da! Er kümmert sich um ihn. Ich brauch sie bei mir, Daniels. Herhören! Da ist ein GPS-Geschütz bei der Farm die Straße rauf. Es feuert auf den Strand. Gehen wir! Wir kommen wieder zurück. Kontrollieren Sie die Munition und Granaten. Sie haben ihn gehört. So, Leute, ich muss ja hier irgendwie Cuts machen können. Ich drück am besten auf Pause. Leute, zerstören Sie die Alliierte, die Artillerie, nicht Alliierten. Das wäre ja schlimm. Zerstören Sie die Artillerie. Leute, Ersteindruck von dem Spiel bisher. Bombe, gut, wir hatten Anfangsschwierigkeiten, aber dann am Ende haben wir uns doch ein bisschen reingefuchst. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächste Ausgabe und ich hoffe ja auch, wie wir uns dann die Artillerie vorknüpfen werden. Leute, ich danke euch vielmals fürs Einschalten und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.